Na dann, auf zum Geist. Enrico und ich haben mich Freitagabend schon mal ein bisschen Chaos in Los Santos gestiftet. Ich war arbeiten, ich wollte da die Normalität. Hier, ich glaube, hier ist das, hier vorne. Ja, irgendwo hier ist das, glaube ich. Glaube ja. Muss mal gucken, da muss immer so ein Stein sein, wo eine blutige Schrift, Aufschrift drauf ist. Und da könnte das sein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich hier. Das müsste hier sein. Da, hier links. Oder? Ja, ja. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht nah dran, weil sonst sieht das nicht. Ja, es ist ja eh noch nicht spät genug. Wow. Hey, ja, was machst du? Ein das muss ich nicht mit. Halt mal gerade kurz, ich muss mal gucken, ob das wirklich hier ist. Muss ja hier an der Spitze sein, weißt du? Also einer von den Felsen hier muss es, glaube ich, sein. Ja, da muss eine blutige Aufschrift drauf sein. Ja. Ich kenne das. Und der ist das dann. Aber muss man sich hier oben positionieren oder so? Irgendwo wo Amazon gelandet. Ich weiß gerade nur nicht. Ich glaube, das kann sein, dass das hier vorne ist, oder? Wo jetzt ich gucke gerade die Steine alle ab. Der rechts oder der rechts, warst du schon mal drauf? Ich gucke gerade. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr genau auswendig, wo es war. Ansonsten müssen wir uns die Stellen nochmal rausgoogeln. Ich, kann mal was ich bin mir eigentlich sicher, dass es der Berg hier ist. Upsa. Wo ist denn mein Smartphone, damit man nachgucken kann? Da haben wir nur ein bisschen Luft. Probieren geht über Schritt hin. Schade, dass ich nachher das Rennen nicht gucken kann, Alter. Alleine schon durch die Startaufstellung wird es interessant werden. Wann ist ein Start? 14 Uhr? Glaube ja. Wieder 14, 15 Uhr, müssen wir auch nochmal gucken. Also hier ist es nicht, dann war es doch vielleicht ein bisschen weiter oben. Irgendwie bin ich mir sicher, dass das es der Hügel hier ist. Nördlich des Leuchtturms am Mount Gordo. Schon 23 Uhr. Ja, und der Leuchtturm, der ist hier, unten hier, wo wir jetzt gerade stehen, hier weiter unten. Da unten, da ist der Leuchtturm. Also sind wir hier schon richtig. Müssen wir nur noch den richtigen Felsen finden. Oder ist es doch da oben? Warte mal gerade kurz. Und zwar. Ja, nee, das ist richtig. Wir sind hier richtig. Das ist genau hier. Das ist, wo diese Spitze drin ist, wenn ihr mal die Karte aufmacht. Ungefähr in dieser Mitte, in dieser Wulst. Also das, wir sind schon richtig hier. Wir müssen halt nur noch den richtigen Felsen finden, ne? Ja. Muss auf jeden Fall hier irgendwo sein, das ist klar. Aber wo genau? Was ist hier? Nein, theoretisch müssen wir es ja trotzdem sehen. Ja, genau. Es muss. Die Blutspur müsste trotzdem immer zu sehen sein. Ja, das meine ich ja. Das ist der da vorne. Nein, aber das kann nicht sein, oder? Ich baue mir mal kurz deinen Heli aus, ja, Enrico? Ich bring gleich wieder. Ich wollte nur sagen, dass das Landen ultra schwer ist. Weil hier keine Karten. Oh, ja. Wir haben jetzt 17 Uhr und sind dabei. 6 Stunden in-game noch. Ja.
Aber halt hier, ich müssen das hier wieder. Wir dürfen halt nicht zu nah dran, weil sonst ist, der kommt der nicht. Doch, der kommt schon. Der ist immer da, aber wenn du denn nah zu ran bist, siehst du ihn einfach nur nicht. Oder so, ja. Bin mir aber sicher, das muss hier sein. Rein theoretisch sollte der da sein, ja. Oh, Feuerwehr! Hä? Feuerwehr! Aber ich glaube, da wo Rico steht, das ist glaube ich richtig. Einer von den beiden. Ja, es muss irgendwo hier sein. Aber ich glaube, ich bin. Ich glaube aber da wo Rico steht, ist es gerade. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht auswendig. Also halt, wo stehen wir hier, wo ich jetzt stehe, ist das eigentlich richtig. Eine von denen müsste das sein. Sag mal, Enrico, weißt du zufällig, was die letztens alles rausgepatcht haben? Ich habe nämlich gelesen, die haben sehr viel rausgepatcht. Aber nur Spiele. Gegner Spiele. Ey. Der kippelt aber ganz schön schnell hier dein. Also ich hab's. Ja, ich habe ja gesagt, das ist schwer zu machen. Ich hab's mal in eine Gruppe geschickt wegen. Wo der Ort genau ist, aber das ist da, wo wir gerade stehen. Du landest gerade und dann fängt das Ding an zu kippen. Wo ist der Lift? Alter. So, wie viel haben wir es? Ich hab 7 gegeben. Alter. Was ist denn das für ein Schrott? Hä? Du landest das Ding gerade? Also steht? Nein, du musst auf einer geraden Stelle landen. Weil dann tut ein von den Rädern tut sich umdrehen. Deswegen landen einfach wieder da, wo du herwärst. Ja, wo war das? Hier drüben, auf der großen Stelle. Genau da, jetzt nur weiter runter und ein bisschen vor. Nee, anderes vor. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da oben. Jetzt hier. Jo? Nein. Alter. Hier. Das muss eine gerade Stelle sein. Du musst ihn halt nur an seitlich drehen. Oder so. Mann. Ja? Wie kommt das Weg noch gedacht? Hin? Oh, man muss hier oben hin. Oh, die Holzpaletten sind. Es wird langsam dunkel. Und gruselig. Hä? Ja. Und dann muss man nach da gucken. Das gibt ja, das ist die Ecke. Ich hab. Ah, das war so. Ja, da wo die letzte jetzt liegt, da ungefähr. Ja, ich vermute, dass es sehr wahrscheinlich dieser Berg da ist. Nein. Meinst du nicht? Nein, weiter links. Ich hab den doch schon gesehen. Ja, alles gut. Wir sehen's, also ich, hier wo ich jetzt gerade stehe, sieht man es sehr gut, je nachdem welcher das ist.
Markus? Ja? Du arbeitest jetzt bei mir. Wurde gerade, deine Rolle wurde gerade vergeben. Okay. Offiziell Feuerwehrmann. Mit 20 Uhr. Gut, dann kann ich meinen langen Schlauchroll endlich für gute Zwecke einsetzen. Okay. Das kriegt der Dieterwarnung wahrscheinlich. Was? Da. So, wie lange dauert es jetzt noch? Gab irgendwie 5 Minuten oder was? Wir haben jetzt 3 Minuten. Also eine Stunde hingehen, 1 Minute ungefähr. Wir werden jetzt 20 Uhr hingehen. Natürlich ein bisschen das Warten. Das Handy aus, damit wir mal gucken können. Ja, doch. Weil ich hier wache, darf ich das von mir auch schlagen. Lol, warum blutet das bei mir hier? Gar kein Sinn. Warum bin ich überhaupt geboxt? Was soll der Scheiß? So. Jetzt geht es gar nicht los, also ich würde sagen, pack mal die Waffen irgendwie wirklich jetzt weg. Ein Sniper müssen wir, brauchen ja Fernrohr. Ja gut, das meine ich ja, aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie wegschießen. Das war eigentlich nur die Rache für Enrico, dass der bei Markus weggeschossen hat. Weiß nicht, was du dich da einmischt. Das war eine vorgesetzten Mitarbeiterdiskussion. Das hat nichts mit dir zu tun. Ah, ja. Für unser Roleplay-Server. Na, das war mal so ein bisschen, das war Gehaltsverhandlung. Oder Enrico? Ich denke mal, so in manchen Ländern erklärt man das auch genauso. Wie du jetzt mehr Geld. Ich sehe gerade nur, du zahlst, du zahlst, du zahlst. Hm. Hier ist die Blutspur. Wo? Hinter dir. Am Fußboden. Ja, das ist die von Enrico. Also. So, wir haben jetzt gleich 22 Uhr in Game. Wow, wow.
Schade, leuchtet nicht bis rüber. Seid ihr bereit für eine Nachtwanderung? Wo ist eigentlich Enrico schon wieder? Hat er uns nicht mehr lieb? Enrico mag uns schon wieder nicht mehr. Ich mag dich. Mich? Ja? Okay. Gut. Ich bin ja auch dein Mitarbeiter. Das sollte ja auch so sein. So. Der linkere. Ja, der. Mhm. Ist okay. Hä? Da, ne? Du musst den links außen nehmen. Ja, genau, der. Da müsste es eigentlich sein. Ich hab jetzt keinen Bock auf mehr. Jetzt rufe ich die Olle da an, die ganze Zeit. Wegen. Kaufst du mir eine Werkstatt? Ja. Wenn sie erscheint, wollen wir runtergehen? Flotter Dreier, was sagst du, ne? Sollte jetzt eigentlich in wenigen Sekunden losgehen. Zoom schon mal drauf. Oder sie guckt zu, Yvonne, das wäre auch okay. Da ist er. Da ist es. Hey. Da ist der Geist von Los Santos. Mal gucken, wie lange man da mal rangehen kann. Jetzt umgeschossen. Oh nein! Sag mal, komisch, wir waren doch vorhin da. Ich habe da keine Schrift gesehen. Normalerweise müsste da stehen, Die Rockley oder Cockley oder sowas. Irgendwie, wie heißt der Typ, dieser Bürgermeister? Keine Ahnung, der hat auch, ja, irgendwas, der hat auch so einen stehen. Versauten Namen. I don't know. Das ist jetzt nämlich wirklich nicht mein Humor. Der heißt wirklich irgendwie Cockley oder sowas. Irgendwas ganz, ganz. Perverses. Krass, bis hierhin und man sieht sie immer noch. Das ist heftig. Ich hätte gedacht, hier sieht man sie schon nicht mehr. Wir sehen das weiter. Hallo, junge Frau. Können wir Ihnen helfen? Brauchen Sie Hilfe? Sie sehen so blass aus. Geht's Ihnen gut? Da kommt schon ein Rettungshubschrauber, ihnen wird geholfen. Da ist eine Blutspur, aber ich sehe den Geist nicht. Also, die sehen ihn noch. Du weißt ja, wo du den noch siehst. Ich glaube, der verschwindet noch. Hier wird er langsam blass. Hier wird er langsam blass. Hier, wo ich stehe. Ich sehe es zwar noch, aber es ist schon. Ja, ja. Ich bin ja ein Heli, deswegen sehe ich ihn nicht. Aber jetzt verschwindet es. Jetzt ist weg. Ja. Aber wenn du wieder weggehst, dann taucht er wieder auf, ne? Hier steht's. Jetzt ist Schritt weg. Ja, wir haben ja auch nach 12. Das scheint die Blutspur, die Schrift auch dann erst nur, wenn der Geist erscheint, ne? Mhm. Ja, damit haben wir schon mal. Da haben wir sogar eins erfüllt. Ja. Das wollten wir dann euch einfach mal zeigen. Ich weiß, die meisten ja wahrscheinlich schon gesehen haben, aber wir wollten es auch mal zeigen. Jetzt hat es auch jeder von uns gesehen. Nach vielen explodierenden Autos und erschossenen Typen war das der Höhepunkt der ersten Folge von Cat Gaming. Was heißt Höhepunkt? Ja, stimmt, das kennst du ja nicht. Ja, doch. Du tust nicht mal Mitarbeiter abschieben. Außerdem musste ich mir jetzt rechnen, dass du mich einfach umgebracht hast, nicht in unseren Diskussion eingegangen hast. Ich steig hinten ein. Kennst dich mit aus, ne? Aber Yvonne hier. Ach.
Hätte mal kurz mal der aber Yvonne findet das eigentlich ganz gut, ja. Die sagt doch immer, es fühlt sich gar nicht so unangenehm an, wie sie gedacht hätte. Problem, wenn sie sich nicht wehren kann. Oder Yvonne? Jo, das war der Geist von der Sonntag und ja, schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwelche Vorschläge sind, was man so noch machen könnte, was man so noch zeigen könnte. Es gibt eigentlich so viel noch, ne? Laut der... Kannst doch mal irgendwas, gibt es da nicht irgendwie eine Liste oder so auf? Kannst du nicht irgendwas aufbauen? Ja, die gibt es bei Google drin und zwar sind da so ein paar... Eine Kleinigkeit könnte ich euch zeigen. Dann machen wir das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Achso, das geht ganz fix, aber dann könnten wir das gleich das nächste noch mit angucken. Machen wir dann auf jeden Fall. Bis dahin.